sagt Halbprofi so. Marti ist hier, Ida. Ich bin professionell. Komm ich das? Okay, danke. Ich hätte gerne lieber. Hier das speziell ist das seit 2008, dieses Reuter Kids Theaterprojekt, wo wir hier in dieser Gegend, in diesem Stadtteil von Neukölln, Orte bespielen mit jungen Menschen, mit Laien, manchmal auch mit etwas älteren Menschen, die jetzt keine Profis sind, sondern in der Regel hier wohnen oder sich hier aufhalten. Und das läuft unter dem Namen Theater der Migranten. Ich hätte auch gerne so eine Eintrittskarte. Okay. Es ist ein Theaterparcours, das heißt, an einem Abend gehen die Zuschauer in Gruppen zu den verschiedenen Spielorten und schauen sich dort die Szenen an. Die dauern so circa 12 Minuten. Wenn die 12 Minuten vorbei sind, die Szene ist fertig, gehen sie dann weiter. Sie werden von einem Guide geführt zu dem nächsten Ort. Das heißt, dass an einem Abend die Zuschauer 5 verschiedene Stücke sehen. Die sind dramaturgisch gar nicht miteinander so verknüpft, sondern es geht wirklich so, es sind Episoden. Und wie der Titel auch heißt, Ortswechsel, Szenen aus dem Leben einer Stadt. Es sind einzelne Szenen, die jetzt keine direkte Verbindung miteinander beanspruchen. Ne? Ansonsten ja, gehen wir dann bald gleich weiter zu den anderen Orten, zu einem richtigen Friseur. Also nicht gegen Sie, aber Sie sind auch ein guter Friseur, aber die Geräte sind vielleicht nicht so die optimalen hier. Und zu einer polnischen Buchhandlung, zu einem Fahrradladen, einem brasilianischen Café und zu der Kuchenmafia. Ja. Das waren Entscheidungen. Auch teilweise organisatorische Art, welche Besitzer hier mitmachen wollen hier bei diesem Parcours, weil das ist eben auch sehr viel Toleranz verlangt von den Besitzern, weil die Proben fanden mittendrin im Betrieb statt. Wir sind natürlich, erstmal sind die Leute erschrocken, ja, und gucken, was ist hier los und bin ich jetzt hier richtig, ist das überhaupt öffentlich oder nicht, aber wenn man dann sagt, ja, kommt doch rein und schaut euch trotzdem um, dann ist das kein Problem für die. Ich gehe ja zum nächsten Mal mit einem, ich würde mal sagen, einem realitätsbezogenen Optimismus an diese ganzen Geschichten ran. Mehr Fahrräder verkaufe ich dadurch natürlich nicht. Ich verkaufe weniger Fahrräder dadurch, weil man kommt ja nun doch nicht überall ran. Das ist Caro, Sina und Olivia. Die werden euch gleich sagen, für welche Farbe die zuständig sind. Ja, und dann kann man bald losgehen, denke ich mir, wenn dann der Tresen langsam zumacht. Gabi, sind wir soweit? Ja, was steckt dahinter? Theater. Lust am Spielen, am Bespielen von Orten. Mittendrin sein mit Menschen, die aus verschiedenen Gegenden der Welt kommen, hier nach Berlin, um mit ihnen gemeinsam Theater zu machen, ja. Wir sind sehr offen auch für Sachen, die hier im Kiez passieren oder wenn Leute was machen wollen mit uns hier aus dem Kiez. Und Oleg kam zu uns, also einer der Regisseure, ganz kurz nachdem wir eröffnet hatten und hat gefragt, ob wir da mitmachen wollen. Und wir haben einfach sofort gedacht, klar, warum nicht? Und haben gesagt, ja, gerne. Wir sind so vorgegangen, dass
Zuerst haben sich die Regisseure entschieden, welchen Raum sie inszenieren wollen oder bespielen wollen. Und dann haben wir die Darsteller eingeladen, sich die Räume anzuschauen und dann entscheiden, in welchem Raum sie gerne Theater spielen wollen. Also geschauspielert habe ich noch nicht. Ich war, als ich 5 Jahre alt war, mal auf der Bühne, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist für mich eher ein Hobby. Eher ein Hobby, so ein Theater spielen, das habe ich ja auch 5 Jahre lang in meiner Oberschule gemacht gehabt. Dann waren es 5 Darsteller, die sich für die deutsch-polnische Buchhandlung entschieden haben. Und dann haben wir uns diese Buchhandlung gemeinsam angeschaut, haben wir recherchiert, haben gesprochen und dann entstanden Ideen. Ideen für uns vor allem, sich zu beschäftigen mit dem Thema Schreiben, die Entstehung der Schrift oder was ist die Schrift und dann in Form des Buches, was ist die Bedeutung eines Buches für uns. Das waren so die entscheidenden Punkte. Also für mich ist die Geschichte so, dass ich ein Buch bin, das neue Buch, was Erdem, der Professor, erstellt. Die anderen 3 sind schon fertige Bücher, die auch Erdem schon erstellt hat. Und später entreißen wir uns sozusagen den Zwang, nicht sprechen zu können. Es gibt zu viele Menschen, Milliarden von uns. Und keiner kennt den anderen. Die Worte, die unseren Mund verlassen, lösen sich nicht auf. Ist es wahr, dass die Feuerwehr früher Brände löschte, anstatt sie zu entfachen? In unserem Stück werden wir halt kaum reden. Und durch die Art und Weise, wie wir uns bewegen, wie wir fühlen, die Wutausbrüche oder die Freude, wie auch immer. Das hat er mir viel besser beigebracht, also bei einem Theaterstück so rüberzukommen. Jeder hat seine Idee einbringen können, keine Idee wurde ausgeschlossen, alles wurde mit eingebracht. Ich möchte Ihnen erstmal mein Werk vorstellen. Das ist ein Buch über die Musik. Es heißt U, 2 und I. Also ich muss ja sagen, dieses Buch ist auch sehr empfehlenswert. 1980. Es geht um die friedliche Revolution. Jeder hat wirklich seinen Teil dazu beigetragen. Ja, hör mal, Leute, ich muss dringend aus. Scheiß aus. Es kommt nicht raus, kommt schon. Die Toilette. Bitte. Oh, danke schön. Ah, shit, kein Papier, wa? Das Theaterprojekt findet hier statt, weil ich fand, dass es eine interessante Geschichte ist. Der Laden war von Anfang an so konzipiert als Kunst- und Antiksalon. Und um ein wenig die Kunst und Sache wieder mit reinzubringen, dachte ich, Theater ist eine gute Sache, kann man hier wieder mit integrieren. Und es ist doch schön, wenn die Leute zusammenkommen und Spaß haben auch.
Es war wichtig mir, dass wir wirklich mit dem Ort arbeiten. Das bedeutet, dass wir haben viele Zeit genommen, hier zu sein und diese ganze so Antikobjekte, aber auch dem Fahrrad zu beobachten. Und auch wir haben viele Übungen gemacht von so Figurentheater, Objekttheater und auch von so Puppenspielerei. Aber gleichzeitig habe ich auch viele so mit dem Körper gearbeitet. Wir haben angefangen, mit diesen Objekten zu arbeiten und versuchen, denen Leben zu geben und versucht, eine Rolle zu erschaffen, die sowohl diese Objekte irgendwie zum Leben erweckt und dann uns weiterlebt zugleich. Und da kamen dann natürlich ein bisschen abstrakte Experimente dabei raus, die aber trotzdem unter dem Überbegriff Szenen einer Stadt oder aus dem Leben einer Stadt verschiedene Facetten auftun. Es gab zwei sehr, sehr wichtige Sachen. Die erste ist so wie Objekte als Erinnerungen, so als Memory zu sagen, Souvenir. Und gleichzeitig auch Kontemplation, Contemplation, so dass man guckt die Objekte und lässt die Objekte erzählen eine Geschichte. Und die Charaktere sind selbst diese Geschichte geworden. Gleichzeitig Rosanna, Patrick und Chris haben auch viele gebracht, von was sie gerne so machen möchten. Rosanna kommt also aus Tanzen und Patrick mehr als so Schauspieler. Und Chris ist auch sehr, sehr gut Schauspieler, aber beschäftigt auch mit Fotografie. Unsere Regisseurin hatte uns dazu animiert, hier Objekte mitzunehmen und aus denen eine Szene zu bauen, sie zu verbinden und dann auch mit uns selber zu verbinden. Und ich hatte die Idee, als ich den Raum hier gesehen habe, hier könnte das Rheingold liegen aus Wagners Oper, und habe dann einen Boxer mitgenommen, der eine kleine goldene Bronzestatue ist, und versucht daraus sowohl aus dem Boxer wie auch eben aus dieser Idee des Rheingolds eine kleine Szene zu machen. Rheingold, Rheingold, reines Gold, wie lauter und hell leuchtest halt du uns. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommt, und ich bin auch sehr gespannt, weil wir nah am Publikum dran sind, teilweise mit dem Publikum spielen, wie das Publikum darauf reagieren wird. For me was interesting this. Okay, theater of migranten, but I don't will talk about migration. I will talk about our own interesting. I mean, we make art, or we are artists and we try to be artists, egal if we are migranten or not. Wir haben schon Kinderpuppentheatervorstellung den ganzen Jahr 2010 gehabt.
Und ich stehe total drauf auf Theater. Also ich mag das und wäre für Bombocado auch eine Möglichkeit, von so bekannt zu werden. Liebe gemacht haben und Zitali wollte, dass ich diese Geschichte erzähle und es ist natürlich kein Problem für mich, jetzt so das zu lernen, aber später zu spielen, ich hatte schon meine schwierigen Momente, weil es war so, es geht rein, aber irgendwie, du kannst nicht mit dem Text spielen, weil es nicht deine Muttersprache ist, aber es ging also mit der Zeit schon. Eines kam der Mann aus dem Wald, hüpfte vor Freude und sagte, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Er hatte eben gesehen, wie es die Affen in den Wald machen. Es geht nämlich so, sagte der Mann und trat vor der Frau. Natürlich, ja, ja, das Universum. I work a lot with the energy of the people. I push a lot the actors to find one, in Spanish is one estado, one sustan, I think is in Deutsch, a little bit different to in the normal life. Ah, die Sonne, der Spender der Photonen, Bälle und Teilchen zusammen. Bälle und Teilchen schwirrten herum und erschufen die Welt, so wie wir sie heute kennen. I work a lot with very technical things, with a lot of precision in the movement, control in your actions, because my idea is after this, after you are very precise in something, you can deal something, you can get crazy and play and go far, but you need know the borders of the game. Huh? Und der Kollege ist eigentlich ein sehr wichtiger Teil im Theater, so habe ich es halt gelernt, weil du nimmst sehr viel von ihm und du gibst ihm auch sehr viel. Lange Umarmung zu Ende war, verschränkte Elektronen, erfüllte ein starker Blumen- und Früchtegeruch die Luft. Und die beiden, die waren so schön. Wie die Planeten. So schön, dass selbst die Sonne und die Götter vor Neid fast zu Tode kämen. Ich und Martin sind sehr unterschiedlich, aber ich habe sehr viel auch von ihm gelernt und ja, und durch den habe ich auch bin ich gewachsen. Du bist ja ein Hübscher. Na, bitte schön. Hallo. Wow, ich liebe Lovie. Hallo. Ich wollte da auf jeden Fall was sehr lebendig und lustig machen. Alles wieder!
Ja, ist doch voll geil! Ich hatte diese Idee von so ein bisschen Il Barbiere di Siviglia, so diese Opera gemischt mit Musical, weil durch Singen man kommt auch sehr raus und macht sich locker. Paris. Ich studiere. Bitte? Ich studiere? Was macht man denn? Und die Mädels sind einfach reingekommen und haben mich gefragt, habe ich mich gefreut, dass ich mitmischen könnte, habe ich auch meine Kinder angeboten. Meine Junge ist auch dabei. Freue ich mich. Freuen Sie sich als Erster zu so viel Leute? Ja. Mach mal hier ein bisschen sauber. Ja. Also mein Vater und meine Mutter haben gesagt, geh da mal hin. Ich dachte eher so, ey, ich will da nicht hin. Dann habe ich geguckt, ja, bringt Spaß, der ganzen Gruppe. Da dachte ich, ich versuch's mal. Dann hat sich's gelohnt. Ah, Theolina, meine große Schwester. Lass mal wieder auf dem Spiel gespuckt. Pass bitte besser auf meinen Laden auf. Ja, ups, Entschuldigung. Dein Laden, mein Schatzi? Das ist auch mein Laden. Ach ja, Schatzi? Weißt du, was Opa gesagt hat, Schatzi? Was? Du bist der Ehrenfall. Sauberst. Und beste Sohn, den man sich dir vorstellen kann. Der Olinda ist meine Nebensache. Ich, Schatzi, ich bin eine Überraschung für unsere Familie. Ich bin der Stolz für unsere Familie. Unsere Szene hat ein bisschen Französisch, Italienisch, Deutsch, Türkisch, Spanisch, Portugiesisch. Ich singe Fado auf Portugiesisch. Es ist sehr, sehr lustig. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir. Mas tudo ao meu redor me diz que está sempre. Sai, são, sai, são, bitmes. Seine bir iki tane var. Bak mesela burada bir... Ne yapın iki yerde? Ben de çekerim Allah'ım! Atrolete! Atrolete! Ana cina polisi ya! Bakın! İki bana çekerim ki de bütün bu kadar. Nota basamadır konmigo kavram! Bırak onu. Auf jeden Fall will ich hier werden wir später nochmal weitermachen, dann würde ich auch da mitmachen. Also wenn die sagen würden, ah, Onur, kannst du nochmal kommen? Ich will auf jeden Fall kommen, bringt richtig Spaß. Oh, ich brauche eine türkische Tee! Oh, ich brauche Luft, Luft! Hier, Chefin, bitte schön, dein Tee. Türkische Tee? Ich brauche keinen türkischen Tee. Mit Sahne? Viel Sahne. Kann
Ahnung, es gab ganz viele Sachen, die waren cool. Also von der körperlichen Aspekte war das sehr geil. Also es gab ganz viele so körperliche Sachen, die sehr spannend waren für mich. So. Kreuzköln kennenzulernen und die verschiedenen die Kulturen, die hier leben und die Darsteller. Also, es war wirklich top, also wirklich Spaß gemacht. Unheimlich genial. Also was ich so toll fand einfach, die verschiedenen Temperamente der Menschen kennenzulernen, also verschiedene Kulturen. Ich habe irgendwie unheimlich viel Tiefe erlebt, unheimlich viel Wärme, unheimlich viel Nähe und Menschlichkeit. Also ich finde das ein sehr zauberhaften Abend, wirklich. Das hat mich sehr gefesselt und fasziniert. Ich bin's nicht mehr. Ich bin's nicht mehr.